Azura hat für jede Stunde des Tages einen neuen Code. Vermutlich hat er Dechiffriertattoos auf seinem ganzen Körper. Ja, ich drohe ihr mal nicht mit Onikaze und Arui, sondern sagt, das war es für den Moment. You have every reason to be suspicious. Just trust me that this is all for the best. I wouldn't lie about that. Du hast guten Grund, vorsichtig zu sein, aber du musst mir vertrauen. Das ist alles zu unserem Besten. Diesbezüglich würde ich nicht lügen. Ich habe einige Fragen. Lass uns hier verschwinden. Was ist eigentlich mit dir, Alof? Yes? Alles klar bei dir? It's strange to imagine an ancient Leaden Key sect could have been working quietly all these years. But we've seen stranger things, haven't we? Man kann sich kaum vorstellen, dass eine uralte Sekte des brennenden Schlüssels all diese Jahre im Verborgenen arbeiten konnte. Aber wir haben schon Merkwürdigeres gesehen, nicht wahr? Und das ist alles. Gut, also zum Ankerplatz. Erstmal in die wilde Meere. Dass wir mal wieder rasten. Und ja, ich gebe zu, ich raste ein bisschen wenig, aber irgendwie ist es in Pillars of Eternity 2 nicht so nötig wie im ersten Teil. Oder wie in Tyranny. Naja, in Tyranny war es Rasten auch nicht ganz so nötig, finde ich. Ja, zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Ja. Wirkt Zauber der ersten Stufe und Präsenz auf alle Fertigkeiten. Wir könnten hier übrigens noch Leute anheuern. Aber sind alles nur Novizen. Naja gut, sie könnten lernen, aber nö. Wasser, Reis, Ale. Na gut, gib mir mal deinen Reis und dein Ale. Danke, und dann rasten wir. Sehen uns das schöne Feuer an. So, damit sind unsere Flüche und unsere Wunden und alles weg. Wir können die Taverne verlassen. Und dann können wir jetzt erstmal Sachen verkaufen. Und ja, auch wenn es wieder etwas länger dauert, ich verkaufe die Sachen ein bisschen realistisch, also Stoffzeug und Lederzeug beim Stoff- und Lederhändler, Schmiedewaren beim Schmiedehändler, Kanonen und so beim bei der Werft. Ich schalte aber den Speedbooster für ein. So, der erste Händler ist da drüben, der Schuster. Dem verkaufen wir unser Lederzeug. Whoever said a good, of course. So, zeig mal, was sonst bin hast. Er hat nichts wirklich was. So. Das ist Kleidung. Das ist eine Rohhautrüstung, die kann weg. Gambason ist eher auch etwas, was der nehmen sollte. Schuppenpanzer nicht. Mataro-Kleidung, Boparo-Kleidung auch nicht unbedingt. Die Roben auch nicht. Die Kleidung des Boten, die behalte ich erstmal noch. So, Verzauberungswert. Was haben wir denn da? Mutter Gambason und kann weg. Gute Rohrhautrüstung kann weg. Gute Lederrüstung kann weg. Kettenrüstung, Postharnisch. Außergewöhnliche Brigantine.
Dine. Die kommt eher dann zum Schmied. Außergewöhnliche Räderrüstung kann weg. Da, Gambossung. Kann bis auf einen alles weg. Wobei die Lederrüstung, die außergewöhnliche, würde ich dann doch lieber behalten erstmal. Plattenpanzer und Schuppenpanzer sollte ich auch erstmal behalten. Die außergewöhnlichen natürlich. Archimia-Seite Kleid und die kann weg. So, hier. Was haben wir hier noch? Ein Rautaihu. Das ist aber alles eher Mode-Schnickschnack. Umhang des größeren Schutzes. Oh, den sollen wir mal gucken, wie wir den verpassen können. Erstmal das verkaufen. Weil ich trage einen Umhang des Theokraten. Du trägst einen Umhang des Schutzes. Der wirkt auch richtig. Haben sie es jetzt in dem Teil doch gemacht, dass sich die Sachen überlappen, hä? Was zur Hölle hat der da an, dass es raucht? Oh, war das seine Pfeife? Du hast Rauters Laufumhang. Du hast einen Umhang des Schutzes und du hast den Windspiegel. Also kriegst du den guten Umhang erstmal. So. Was haben wir noch? Intellekt. Das ist ein Gürtel. Gürtel habt ihr alle schon, ja. Ring der Überwachung. Braucht auch keiner von euch. Bester Teil von Aufwachen. Gewährt nach einer Rast die Effekte des Weißblattes. Ah, nö. Wobei, was bist du? Bist du ein Ring oder Haarschmuck? Ah, eine Halskette. Was macht das Weißblatt? Achso, Weißblatt ist hier Nahrung, gell? Oder Gebrauchsgegenstand. Da, Weißblatt. Plus 10 Wille, plus 1,1 Gesundheit wiederhergestellt pro Sekunde. Das Ding macht nur ein Intellekt und gewährt Kraftschwall. Ah, plus 1 alle Kraftstufen. Gilt für die Dauer des Kampfes einmal pro... Ach so, kann nur einmal pro Ruhephase verwendet werden, ja. What can I do? So, als nächstes zu dem Händler hier oben. Müssen wir nur hier die Treppe runter und darüber. Tag. Island folk tend to prefer take your time. Jo, zeig mir, was du anzubieten hast. Gut, wir verkaufen erstmal hier. Akemias alte Robe, dann kriegst du die Matao und die Kleidung. Kriegst hier zwei abgenutzte Roben, eine Rautai-Kleidung. Nochmal drei Roben. Kriegst hier... alle fünf außergewöhnlichen Roben. Kriegst die Dinger hier. Von den Wasserformern. Eine hervorragende Robe. Muss ich mal gucken, ob ich die jemandem geben kann. So. Von hier kriegst du auf jeden Fall die Kutten. Die Kutten. Die Kutten. Den Umhang. Die hübschen Hüte. Den Hut. So, und das war's auch schon, was du kriegst. I'm here, absolutely. Sind schon mal wieder 12.000 mehr. Dann hier oben zum Schmied. Hier kommt jetzt das große Geld rein. So, Versteck.
Erstmal die drei Sachen hier. So, dann haben wir hier Schuppenpanzer 2. Und diese Schuppenpanzer. Gute Sachen können sowieso weg. Hm, außergewöhnliche Kettenrüstung und außergewöhnliche Brigandinen können allgemein ganz weg. Davon behalte ich mal einen. Außergewöhnlicher Brustharnisch, außergewöhnlicher Plattenpanzer. Hm. Außergewöhnliche Gambason. Hiebschock, Stichzersetzung. Da gehst du mal weg. Und ja. So. Rüstungsmäßig haben wir schon alles. Jetzt kommen die Sachen hier. Das hier ist alles Billigzeug, was weg kann. Also nicht mal gut, sondern Standard. Fackeln brauchen wir nur eine. So. Gute Arkebuse, gute Armbrust, gute Pike, guter Kampfstab. Korallenbögen und das da kann weg. Guter Stab, guter Streitflegel, gute Keule, gute Pistolen können weg. Streitäxte auch. Dolch, gute Säbel, guter Speer, guter Streitkolben, gute Zauberstäbe, Kriegsbeile und Rapiere, Schwerter, Stilett, Schilde, du bist das sprechende Schwert, das wird behalten. So. Hier sind jetzt die außergewöhnlichen Sachen. Außergewöhnliche Arkebusen können beide weg, weil wir sind gut bewaffnet. Ballest, ja, Jagdbogen behalten wir mal. Kampfstab kann weg, Morgenstern kann weg. Zweihänder behalten wir, Streitflegel können beide weg. Donnerbüchse kann auch weg, wir haben so viele gelbe Donnerbüchsen. Keule kann sowieso weg. Pistole bis auf eine kann alles weg. Dolche können auch beide weg. Kriegshammer auch. Säbel haben wir sowieso schon genug gelbe. Streitkolben brauchen wir nicht. Zauberstab behalten wir mal ein. Kriegsbeil kann weg. Ein Rapier behalten wir. Schwerter haben wir auch genug. Stiletts können weg. Zepter behalte ich eins. Ah, der große Schild kann weg. Vor dem mittleren behalte ich eins. Eine Helebarde. Wir haben einen hervorragenden Kriegsbogen, also kann der gute Kriegsbogen weg. Wir haben ein hervorragender großes Schild, den behalten wir auch. Die Streitaxt kann aber weg und der Hammer können weg. Säbel haben wir eh alle weggepackt. Ja. Und damit haben wir ordentlich Kohle gemacht. Sehr gut. Und haben wieder etwas Ordnung hier drin. Haben wir irgendwo jemanden, der Zauberbücher kaufen könnte? Nö, dann werden wir sie hier los. So, Versteck. Zauberbuch des Zaubermachers haben wir doppelt. Zauberbuch des Wettermagiers haben wir doppelt. Zauberbuch eines untoten Zauberers haben wir dreimal. Elementarist haben wir viele. Von denen haben wir jeweils viele, also Skelettzauberbücher. Ja. Blutdurchtränktes Zauberbuch. Jetzt sind alle. Oh, Arkebusen habe ich übersehen. Hm. So, sind wir die auch mal los. Fallen. Fallen wollte ich auch noch verkaufen und die passen eigentlich auch ganz gut zum Schmied. Das ist noch Falle, das ist Falle. Siegel der Albträume, Schutzstein. Siegel der Sterblichen, ach, das sind verschiedene Schutzsteine. Das sind noch Fallen.
Ja, Erschütterungsbomben. Nee, die brauche ich nicht verkaufen. Sowas sollte ich hier behalten. Aber die ganzen Fallen, die ich jetzt da raus habe. Ja, die Figur des Tigers. Damit kann ich einen Tiger beschwören. Das sollte ich auch irgendwie mal ausrüsten. Aber ansonsten sieht's gut aus. Jo. Hm? Certainly. Was sagt denn mein Schiffsinventar? Ich habe noch eine Dürrwälder Schnauze übrig. Könnte ich hier hinpacken. Das sind alles Segel, davon könnte ich eins verkaufen. Das ist Nahrung. Und sonst habe ich keine Sondergegenstände. Gut.